Hallo und bonjour an alle Gedankentüftler und Psychologieliebhaber. Eigentlich wollte ich heute das Fallbeispiel senden, aber dann begegnete mir diese Woche diese Schlagzeile, beziehungsweise ganz viele Schlagzeilen, und deshalb müssen wir reden, und zwar über die Gier. Denn der möglicherweise unterbezahlte Vorstand der Deutschen Bahn hat sich diese Woche die Boni-Auszahlungen genehmigt. Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats, keine Frage. Aber da wird nichts kommen, weil es ja rechtlich okay ist. Moralisch? Und wenn es um Boni in einer Höhe von 9 Millionen Euro geht, verteilt auf 8 Personen, bei einer doch, sagen wir mal, ziemlich desaströsen Außenwahrnehmung der Bahn, dann frage ich mich doch unwillkürlich, ob da vielleicht ein psychologisches Phänomen am Werk ist, und diesem gehe ich in diesem Video auf den Grund. Zunächst einmal muss ich allerdings fairerweise anmerken, dass es aus dem Vorjahr verschobene Boni sind. Denn die Deutsche Bahn hat letztes Jahr ja auch von der Strompreisbremse profitiert, und solange die galt, waren Boni verboten. Aber das macht ja nichts. Verschieben ist ja nicht gleich weg. Aber um sich Boni auszuzahlen, muss man auch besser performt haben als ursprünglich gesagt. Und wie beweist man das? Indem man neben den harten Geschäftszahlen einfach ein paar flexible oder weichere Performance-Kriterien als Basis für die Bonizahlungen nimmt. Zum Beispiel die Frauenquote. Da hat die Bahn gesagt: Mensch, wir treiben das voran. Wir wollen bis 2024 30% Frauen haben, und für 22, auf dem Weg dahin, sind wir mit 23%, und aktuell sind es schon 27%. Das kommt allerdings ein bisschen auf die Betrachtung an, denn diese tollen 27% beziehen sich nämlich nur auf die Führungsriege. Insgesamt hat die Deutsche Bahn in Deutschland bezogen auf das letzte Geschäftsjahr 22 nur 23,7%. Aber immerhin 0,7 Prozentpunkte mehr über dem angestrebten Ziel. Und damit haben sie die selbstgesetzte Quote in 22 knapp überstiegen. Und deshalb wird natürlich ein Bonus fällig. Für den Personalvorstand Martin Seiler, also der für die Einstellungen so grob zuständig ist, bedeutet das eine kleine Zulage von 256.000 Euro. Und damit das besser geschluckt wird, hat die Deutsche Bahn erst die Positivnachricht mit der Frauenquote ganz groß veröffentlicht und dann die Bonizahlungen hinterher geschoben. Dabei wird natürlich da nicht ganz so enthusiastisch darauf hingedeutet, dass sie in anderen Bereichen die Ziele nicht so wirklich erreicht haben. Ein Kriterium ist nämlich auch die Fahrgastzufriedenheit. Wenn ich moralisch sauber arbeite, dann lege ich erst die Kriterien fest, an denen ich mein Handeln ausrichte, und analysiere dann, wie ich den Kriterien gerecht geworden bin. Das ist das biblische Prinzip sozusagen. Erst die 10 Gebote und dann gucken, wie es so klappt. Wenn ich aber sicher gehen will, dass ich das Maximum an Geld aus einem Konzern für mich rauspresse, dann muss ich mir natürlich vorher variable Kriterien überlegen, die zu meinen persönlichen Zielen passen. Ich ändere sozusagen die Reihenfolge. Das Phänomen, muss man jetzt fairerweise sagen, ist nicht neu. Das machen wir in allen Bereichen unseres Lebens. Wenn wir an den Maßstäben scheitern, dann sind natürlich die Maßstäbe falsch. Ja, konnten wir schon auf der Klimakonferenz beobachten. 1,5-Grad-Ziel ist Scheiß. Ja, lass uns doch mit 2 Grad arbeiten. Dann können wir nämlich noch ein bisschen so weitermachen wie bisher. Gut, gibt dann keine Korallenriffe mehr und so, aber hey, wer braucht die schon? Das psychische Phänomen dahinter ist das Streben nach Konkordanz. Sprich, ich will mich mit mir und meinen Handlungen gut fühlen. Und um das zu erreichen, muss ich mich halt manchmal ein bisschen bescheißen. Wenn ich zum Beispiel eine Tasche sehe, die mir sehr, sehr gut gefällt, die ich aber de facto nicht brauche, na, wie biege ich mir das dann zurecht, dass ich die Tasche guten Gewissens kaufen kann? Indem meine Entscheidungskriterien plötzlich variabel werden. Denn diese Tasche wäre aber ganz super zu den und den Klamotten, bei denen ich bisher dieses wirklich lebenswichtige Accessoire vermisst habe.
Dasselbe gilt für schnelle, aber unpraktische Autos oder das heimliche Date mit der besten Freundin der eigenen Frau, das er ja quasi nur haben muss, weil seine Frau so furchtbar ist und er nur ein bisschen Trost und Verständnis braucht. Und das geht doch mit niemandem so gut wie mit jemandem, der seine Frau auch gut kennt. Verrat ist das nun wirklich nicht. Bei den Vorständen der Deutschen Bahn kommt aber noch ein anderes Kriterium zum Tragen, von dem ich persönlich glaube, dass es die Menschheit mit hundertprozentiger Sicherheit in den Abgrund reißen wird und die Erde vielleicht gleich mit. Wenn man bedenkt, dass die Grundgehälter des Vorstandes ja bereits alles andere als niedrig sind, dann wird dieses Kriterium umso sichtbarer. Und das ist die Gier. Avaricia, eine der 7 Todsünden. Weil sie das Einfallstor für viele weitere moralische Verfehlungen ist, wie Betrug, Diebstahl, Geiz, extremer Egoismus. Ich sage nicht, dass die das machen, ich sage nur, es ist das Einfallstor. Und damit stellt die Gier den Kontrapunkt zu den auch christlichen Werten wie Demut, Nächstenliebe und Zufriedenheit dar. Gier, das ist exzessive Habsucht aus niederen Motiven. Das kann man ja sagen, die Motive sind doch gar nicht so niedrig. Die sind doch folgerichtig, wenn ich vorher geschickt die Bewertungskriterien anpasse. Und wenn dabei der moralische Kompass so dezent umjustiert wird, umso besser. In der Psychologie gibt es ein paar wirklich interessante Studien zur Gier. Eine ist von Patrick Mussel, er ist seines Zeichens Professor für Persönlichkeitspsychologie und psychologische Diagnostik. Und er hat Gier als Persönlichkeitsmerkmal untersucht und herausgefunden, dass Gierige dazu neigen, für das, was sie anstreben, bestimmte Grenzen zu überschreiten, darunter eben moralische und auch rechtliche Grenzen. Ein Beispiel, das er anführt, ist zum Beispiel ist das Mogeln bei der Steuererklärung. Hier sagt er, würde eine gierige Person eher dazu neigen, Regeln zu brechen, um Steuern zu sparen, während eine Person mit weniger Gier sich in einem solchen Fall zurückhalten würde. Mussel definiert es in seiner Untersuchung so: Eine gierige Person zeichnet sich durch die Bereitschaft aus, dass ihr Streben nach mehr auf Kosten von anderen geht. Ich glaube, die Bahn hebt jetzt auch gerade wieder die Preise an, oder? Seit letzten Montag gelten die neuen Preise, die übrigens seitens der Bahn, unter anderem mit den gestiegenen Energie- und Personalkosten, begründet wird. Ja, also letztes Jahr galt die Strompreisbremse und deshalb haben sie ihre Boni quasi eingefroren. Jetzt haben sie wieder reale Kosten, zahlen sich die Boni aber aus und erhöhen gleichzeitig die Preise. Nochmal kurz zur psychologischen Definition. Eine gierige Person zeichnet sich durch die Bereitschaft aus, dass ihr Streben nach mehr auf Kosten von anderen geht. Um das übrigens herauszufinden, wurde in der Studie unter anderem ein Test durchgeführt, der Ballon-Analog-Risikotest. Dabei mussten die Probanden auf einem Monitor einen digitalen Ballon aufpumpen. Konnten Sie auf dem Monitor sehen. Und der Clou war, je größer der Ballon, umso höher die Belohnung. Wenn der Ballon aber platzte, dann gab es gar nichts. Und nach diesem Versuch mussten die Teilnehmer einen Fragebogen zur Giererhebung ausfüllen. Das hieß natürlich nicht so, also der Fragebogen hatte natürlich einen anderen Namen. Aber es hat sich gezeigt, dass die Gierigen deutlich risikofreudiger waren als die Nicht-Gierigen. Gleichzeitig waren während des Tests der Probanden waren die an EEGs angeschlossen. Also sprich, man hat die Gehirnströme gemessen. Und da hat sich gezeigt, dass die Gierigen beim Platzen des Ballons, wenn sie also mit ihrem riskanten Verhalten versagt hatten, dass sie dann keine negative Stimulierung im Gehirn hatten, im Gegensatz zu den anderen. Heißt, ob sie gewannen oder nicht, machte in ihren Gehirnen keinen signifikanten Unterschied. Und das erklärt die erhöhte Risikobereitschaft, weil es in diesen Gehirnen keine innerlichen negativen Reaktionen oder Gefühle gibt, wenn man es vermasselt hat. Ein Rückschluss der Forschenden daraus war, dass gierige Menschen deshalb auch nicht oder durchaus nur schlechter aus ihren Fehlern lernen.
Das ist übrigens, kleiner Sidekick, auch ein Effekt, der bei Psychopathen nachgewiesen wurde. Aber das nur am Rande. Mich hat das Ganze noch an jemand anderen aus der deutschen Wirtschaft erinnert, nämlich Ron Sommer. Kennt ihr den noch? Der war Ende der 90er Jahre Vorstandschef der Deutschen Telekom. Und unter seiner Leitung erlitt die Deutsche Telekom extreme Kursverluste und legte gleichzeitig in ihrer Konzernverschuldung massiv zu. Warum ich aber an ihn denken muss, ist, weil er, nachdem er von der Bundesregierung dann gedrängt wurde, sein Amt doch bitte niederzulegen, erstmal noch fette Boni eingestrichen hat, und zwar nach Telekom-Aussagen 11,6 Millionen Euro. Übrigens war es auch unter Sommers Ägide, dass in der Telekom die systematische Bespitzelung von Mitarbeitern und Journalisten zur Aufdeckung von möglichen Informationsquellen innerhalb des Unternehmens begann. Nochmal kurz zur Definition. Eine gierige Person zeichnet sich durch die Bereitschaft aus, dass ihr Streben nach mehr auf Kosten von anderen geht. Und ich hätte noch ein hübsches deutsches Beispiel. Klaus Zumwinkel. Kennt den noch jemand? Zumwinkel war von 1990 bis Ende 1994 Geschäftsführer bei der Deutschen Bundespost und anschließend von 1995 bis 2008 war er Vorstandsvorsitzender der Deutschen Post AG. Und vielleicht erinnert sich noch jemand daran, dass Klaus Zumwinkel 2009 wegen Steuerhinterziehung hops genommen und auch verurteilt wurde. Er kam mit einer Bewährung auf 2 Jahre und einer Geldstrafe in Höhe von 1 Million Euro davon. Und ich erinnere mich daran, weil die staatsanwaltlich anberaumte Hausdurchsuchung vorher geleakt worden war und Journalisten vor Ort waren und alles gefilmt haben. Das war damals ein Riesenaufreger. Kurz zur Erinnerung, zur Definition aus der Forschung. Gierige Personen neigen dazu, für das, was sie anstreben, bestimmte Grenzen zu überschreiten. Darunter auch moralische und rechtliche Grenzen. Ein kleiner Fun-Fact, fällt euch noch was bei diesen wirklich gierigen Beispielen auf? Es sind die Deutsche Telekom, die Deutsche Post, die Deutsche Bahn. Es scheint, dass diese deutschen Unternehmen nicht die besten Manager haben, es sei denn, Gier ist eine Einstellungsvoraussetzung. Aber dann darf man sich halt auch nicht wundern, was man kriegt. Ja, mal sehen, wie es bei den Vorständen der Deutschen Bahn so weitergeht. Das war mir ein Anliegen, heute ein bisschen über die Gier zu sprechen. Alle Quellen zum Thema findet ihr wie immer unten unter dem Video. Zum Abschluss noch ein persönlicher, gieriger Hinweis. Wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, ihr könntet Karten zu meiner Lesung mit Live-Coaching am 28. Januar im Düsseldorfer Zack verschenken. Das wird hoffentlich ein netter Abend unter uns, an dem ihr aus dem Publikum heraus die Möglichkeit habt, mich alles zu fragen und mir eure Probleme zu kredenzen, und ich schaue dann, ob ich etwas mit Mehrwert dazu sagen kann. Link zur Veranstaltung ist auch unten in der Infobox. So, und jetzt ihr. Kennt ihr gierige Menschen und wie geht ihr mit ihnen um? Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Sonntag. Nächste Woche ist Heiligabend. Dann gibt es eine kleine Überraschung für euch. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine wunderbare Vorweihnachtszeit. Macht's gut!